Liebe Lego-Freunde, hallo und herzlich willkommen zu diesem News-Video. Lego hat gestern spätabend das neue UCS-Set, das am 1. Mai erscheinen wird, vorgestellt, nämlich den 75275 A-Wing Starfighter. Dieser wird 1673 Teile enthalten und 199,99 € kosten. Dieser Starfighter ist 14 cm hoch, 42 cm lang, 26 cm breit und außerdem ist neben dem obligatorischen Standfuß natürlich auch eine Minifigur eines A-Wing-Piloten enthalten. Um ehrlich zu sein, musste ich erstmal eine Nacht darüber schlafen, weil ich dem Modell bisher wirklich nicht viel abgewinnen kann. Wie schon in meinem Ankündigungsvideo zum A-Wing sagte, ist der A-Wing für mich einfach zwei fliegende Kanonen, keine Ahnung, also dieses Flugzeug ist es ja nicht, dieses Raumschiff ist sowas von unspektakulär, warum das jetzt unbedingt auch noch ein UCS-Set werden muss, keine Ahnung. Nun haben wir es aber, schauen wir uns den Karton an, dieser kommt im selben Design wie die neue Helmkollektion. Oben rechts in der Ecke sehen wir Ultimate Collector Series und oben links dann nochmal den Namen des Raumschiffs A-Wing Starfighter aus der Star Wars Reihe. Und wenn wir unten links in die Ecke sehen, sehen wir, dass auch dieses Set für die neue 18-Plus-Kategorie ausgewiesen ist. Das soll ja mehr oder weniger die A-Fools ansprechen, beziehungsweise Leute, die eben noch nicht so viel mit Lego am Hut haben. Die sehen dann, oha, 18-Plus, das ist ja dann doch was für Erwachsene. Das hat nichts damit zu tun, dass das in irgendeiner Weise schwierige Bautechniken sind oder, was weiß ich, irgendwelches pornografisches Material gezeigt wird jetzt bei Lego oder irgendwie Köpfe werden abgeschlagen. Hat alles nichts damit zu tun, ist reines Marketing, um eben erwachsene Käufer anzusprechen. Die Rückseite des Kartons ist dann ebenfalls ziemlich schlicht gehalten, also hier gibt es nicht wirklich irgendwas zu sehen, da ist bloß das Modell auf blankem schwarzen Hintergrund. Da sehen wir aber schon zum ersten Mal die Plakette, die ja wie immer am Standfuß befestigt ist, und auch unseren A-Wing-Piloten, den wir uns jetzt gleich nochmal genauer anschauen. Der ist laut Lego komplett neu, so ganz komplett neu ist er auch nicht. Den Helm gab es schon öfter, da ist jetzt zwar eine andere Bedruckung drauf und der Torso und die Beine sind auch anders bedruckt, aber das grundsätzliche Design des A-Wing-Piloten gab es schon zweimal. Jetzt haben wir es wieder in dunkelgrün. Beim letzten Mal war das, glaube ich, in normalem Grün. Davor aber auch schon in dunkelgrün. Von daher ist das jetzt nicht irgendwas allzu Besonderes. Das ist einfach ein ganz normaler A-Wing-Pilot. Der kommt hier mit zwei bedruckten Kopfseiten, einmal lächelnd, einmal etwas erschrocken. Das soll wahrscheinlich so ein bisschen die Szene darstellen, als er dann im sechsten Star Wars Teil in die Brücke des Supersternzerstörers kracht. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt exakt dieser A-Wing-Pilot ist. Er wird nicht namentlich genannt hier in der Beschreibung, aber es könnte passen, meiner Meinung nach. Aber das werden wir dann sicherlich noch erfahren. Dann haben wir hier noch ein Bild mit einem Menschen im Hintergrund, sodass wir ungefähr mal abschätzen können, wie groß das Teil dann auch in echt ist. Es sind ja 14 cm mal 42 mal 26 ohne Standfuß wohlgemerkt, also nur der A-Wing. Das ist in etwa so groß wie der Snowspeeder, den es vor einigen Jahren gab. Und damit ist es eben auch eins der kleinsten UCS-Modelle der letzten Zeit. Ich muss sagen, 200 € sehe ich hier ehrlich gesagt nicht. Ich hätte es besser gefunden, hätte man das für 150 € rausgebracht. Es wäre wahrscheinlich ein fairerer Preis gewesen. Ja, wir haben über 1600 Steine hier, aber naja, wir überschreiten die 10 Cent pro Stein Grenze dann doch schon erheblich. Es müssen ja dann auch 2000 Steine sein. 150 € hätte ich bei dieser Größe besser gefunden. Aber ich denke mal, mit Rabatten wird da noch einiges gehen. So, dann können wir hier noch einen Blick in das Cockpit werfen. Das ist auch eher spartanisch eingerichtet. Der Sitz besteht aus Lego Gold Nuggets. Das stellt so ein bisschen die Polsterung dar. Dann haben wir da eine Konsole, die es auch in ganz vielen Minifigurenschiffen gibt. Und noch so einen Steuerknüppel angedeutet. Mehr kann ich da auf den ersten Blick nicht erkennen. Und auch Sticker wird es wieder jede Menge geben. Natürlich, das Typenschild ist ein großer Sticker. Dann haben wir hinten am Antrieb des A-Wings auch noch meiner Meinung nach einen ziemlich großen Sticker, der so über die Turbine geht. Und dann besonders am Cockpit haben wir am unteren Ende des Cockpits einen, der
über die komplette Länge geht und dann nochmal einen der, da sind so eine kleinen Hügelchen an dem unteren Sticker dran und diese werden dann durch einen weiteren Sticker verbunden, der praktisch über das Cockpit nochmal drüber weggeht. Also es ist wieder Sticker-Manie hier. Bedruckt scheint das nicht zu sein. Die einzigen bedruckten Teile sind meiner Meinung nach dann etwas weiter unterm Cockpit, dort wo die Waffenaufhängung sind. Da sind so ein paar graue Stellen aufgedruckt. Ansonsten haben wir an der Front des A-Wings noch Sticker und auf diesen kleinen Schilden, die auf der Nase sitzen, das müssten auch noch Sticker sein. Schauen wir uns abschließend den A-Wing nochmal im Vergleich zum Original an und da fällt auf, es gibt schon einige erhebliche Unterschiede. Als erstes fällt mir da natürlich die Cockpitscheibe auf. Die läuft beim Original viel spitzer nach unten. Beim Lego-Modell wirkt sie etwas aufgeblasen, eher so, ja, schon wie so eine Blase, sage ich mal. Da kommt diese spitz zulaufende Nase der Cockpitscheibe nicht so wirklich rüber. Und dann habe ich noch einen weiteren Kritikpunkt. Ich finde, die Finnen der Flügel im hinteren Bereich, die so nach oben stehen, die sind etwas zu breit, sage ich mal. Also die gehen ein Stück zu weit nach vorn, beziehungsweise ein Stück zu weit nach hinten, je nachdem. Die hätten kürzer sein müssen, meiner Meinung nach. Da sind irgendwie ein oder zwei Noppen zu viel dazwischen geraten. Des Weiteren gefällt mir nicht wirklich. Die Nase des A-Wings an sich ist ja auch spitz zulaufend, wie man diese Schräge gestaltet hat. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll, aber wie das umgesetzt wurde, ich weiß es nicht. Nee, also designtechnisch gefällt mir dieser Bereich eben wirklich nicht so sehr. So viel erstmal zu unserem neuen A-Wing, der am 1. Mai für 200 € erscheinen wird. Schreibt mir gerne, was ihr von dem Set haltet, ob es euch gut gefällt, ob ihr euch etwas anderes vorgestellt hättet, ob ihr euch vielleicht sogar ein anderes Schiff gewünscht hättet. Würde mich sehr interessieren. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und tschüss.